So genau. Jetzt habt ihr quasi die Größe Intus, Rotkraut Intus, die Gans Intus, deswegen haben wir was richtig Geiles ausgedacht für die Nummer. Wir machen Klappmesser. Klappmesser. Das ist die richtige Übung. Ja? Wenn du sagst, dann geht's los. Und zwar wie folgt. Rückenlage. Und Nummer uno, Arme schön lang, richtig hoch, zusammenklappen und Zehen berühren. Zehen berühren. Schau mal. One no rep, oder? Ah, passt. Ihr seht, das ist eine schwierige Übung. Ihr müsst richtig hochklappen, zack. Hier, wir Zehen berühren. Nochmal und hoch. Ihr dürft gerne Schwung holen. Macht ihr den ersten Satz mit Zehen berühren. Wenn ihr auf der Platz habt wie die hier, fällt euch das schwer. So, dann hinlegen. Dann macht ihr euch lang. 1-2 Minuten Pause und beim nächsten Satz berührt ihr quasi nur noch eure Knie. Jetzt kann es auftrumpfen. Selbst das fällt schwer, quasi nochmal. Ihr kommt trotzdem komplett hoch, jawohl, sehr gut. Und berührt eure Knie. Aber hoch, trotzdem das Klappmesser machen. Scheiße. Ihr seht, wir haben ja die Top-Übung, das geht das hardcore trainieren. So, dann ruht euch wieder aus. Und dann macht ihr richtig hoch und berührt aber hinter den Beinen euren Po. Hoffentlich sieht das bei euch nicht so behindert aus wie hier. Und hoch. Ja. Runter. Los nochmal. Zeigt mal, jetzt wollt ihr das sehen. Ja. Und wieder zurück. Und nochmal. Der war stark. Seht ihr was? Einwandfrei. So, und beim nächsten Satz dann wieder die Knie. Also ihr macht eine Minute Pause. Tut nicht. Hoch. Knie. Hoch. Knie. Jetzt weiter Arm dann im fünften Satz. Und wieder hoch. Und Zehen berühren. Oder zu wenig Power. So, und dann fahren wir rüber. Fahrt die Pyramiden hoch und runter. Das heißt, erst Zehen berühren, Knie berühren, dann Hintern berühren. Knie berühren, Zehen berühren. Und dann können wir wieder durchziehen. Ich denke mal, so 10 Sätze sind bestimmt auch drin für die Leute. Und Wiederholungszahl müssen wir mal gucken, so 10 bis 20 kriegt ihr bestimmt auf die Reihe. Okay? Sport. Und heute wieder den ersten Feiertag. Viel Spaß mit euren Lieben. Genießt es. Ciao.